Okay, also da müssen wir auch. Ja, sollen wir zuerst vielleicht zurück nach New Haven und da die Dingens abgeben? Ja, genau, würde ich auch sagen. Dann gehen wir zuerst nach New Haven und ich bin einfach in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendeine Waffe haben werde. Ach, ich wollte die Level meiner Waffen dir kundtun. Ah ja, genau. Also meine Waffe, die keinen Elementarschaden macht, meine ganz normale Combat Rifle, ist von Level 10. Dann meine Schrotflinte, Elektroschrotflinte, ist von Level 14. Meine bessere Combat Rifle ist von Level 16. Das ist schon High-End bei mir hier, Level 16. Und mein Sniper-Gewehr ist von Level 22. Hat sogar eine Genauigkeit von 96%, aber mein Skill ist einfach so weit im Erdboden, dass ich so gut wie keine Hits treffe. Ja, also mein SMG ist von Level 22, das andere SMG ist Level 19. Der eine Revolver ist von 22 und der andere Revolver, der von Mad Jack, ist 15. Und ausgerechnet der Mad Jack macht dann eigentlich am meisten Schaden. Ja, aber ich glaube, so besondere, seltene Gegenstände haben auch nochmal so einen Extra-Rang, was Schaden und Werte angeht. Ja. Nee, der ist schon ganz ordentlich, aber er verzieht halt unheimlich. Also über Kimme und Korn sollte man da nicht unbedingt zielen, sondern einfach außer Hüfte raus alles wegschießen. Ja, wie gesagt, also ich glaube so epische, also lilane Gegenstände, die bringen einfach allgemein so ein bisschen mehr. Rums. Ah, okay. Ach, das ist ja noch einer. Auch noch am Bounty Board, was ist da los? Gott, ich muss doch nur ein paar... Was? Yes. Sniper-Rifle auf Stufe 4. Das wollte ich eigentlich hier machen. Jetzt können wir weitermachen. Na dann. So muss das. Da war doch einer. Ein kleiner. So, jetzt können wir direkt gleich zurück. So, mal gucken. Oh, sehr gut. Desert Raven, eine Combat Rifle, eine gelbe. Das ist noch besser als... Die gelben Namen sind ja noch besser als die lilanen. Wenn du das sagst. Ja, das ist nochmal so eine Stufe oben drüber. Recoil Reduction, 77 Schaden, das hört sich ganz schön fucking crazy an. Kostet nur 50.000, kaufe ich mir einfach mal. Ach, wir haben's ja. Das zahle ich einfach mal aus der Portokasse hier. Na gut, da macht das mal. Ich verkaufe hier erstmal ein bisschen. Oh, nice, ich habe wieder neue Granaten gefunden, die ich eigentlich mal ausrüsten könnte. Weg. So, dann sind wir doch mal wieder hier. Hey, ich habe hier Explosive Contact Granaten von Level 13 ausgerüstet. Das ist echt komisch. Ich habe auch, glaube ich, keine großartigen. Na doch, Level 22 eine Transfusion. Ach, die hatte ich vorher angehabt, die 22er Transfusion Grenades. Wieso hast du die jetzt? Hat mich voll gewundert. Keine Ahnung. Ich hab die. Ich hatte die auch eingesammelt. Beim letzten Mal, glaube ich. Hab ich die ausgerüstet, weil die gut klangen. Merkwürdig. So, jetzt wollen wir mal. Also meine alte Rifle, das ist schon krank. Also meine alte Rifle hat 48 Schaden pro Schuss gemacht. Und jetzt habe ich eine neue Rifle, die doppelt so schnell schießen kann und 77 Schaden pro Schuss macht. Damit sollte ich doch jetzt endlich mal ein bisschen was reißen können. Na, du hast doch bisher auch ziemlich gut was gerissen, allein mit der Schrotflinte, die gepritzelt hat. Wohl bemerkt die Level 14er. Ja, aber trotzdem. Das Ding sieht auch schon ein bisschen brutaler aus, was ich jetzt benutze. Amazing. Beasle Feather. Ach, sehr gut. Was? Ja, hier die Kiste, kann man gleich alles verkaufen gehen. Das hast du gut erkannt. Ja, ne? Super. Ja, von wegen. Schaden 100. Der ist gar nicht schlecht. Was? Aber ein Revolver, oder? Ja. Ja, Revolver mit Schaden 100 ist nicht so der Burner. Ach was. Weg damit. So, na dann. Jetzt gehen wir aber noch nicht zu Crom. Genau, jetzt gehen wir erstmal nach New Haven. Da müssen wir aber erstmal herausfinden, wo hier unser nächster... Ach genau, wir müssen nur nach Süden. Nach Süden, schon wieder. Ja, ich finde das alles sehr komisch.
Jesus, das Ding. Ein Schuss mit diesem Teil hat 400 Schaden gemacht. Da stimmt irgendwas nicht. Zu gut oder zu schlecht? Zu gut. Meine letzte Waffe hat 50 Schaden pro Schuss gemacht. Mit dem habe ich gerade 400 gemacht pro Schuss. Irgendwas ist da faul. Freu dich doch einmal. Immer gleich das Schlechteste denken. Ja, natürlich. Ich bin ein Optimist hier. Ist doch klar. Natürlich. Oh mein Gott. Games 9 hat die Reise initialisiert. Ich werde einfach mitgerissen. Durch den Strudel der Verdammnis. Der Apfelstrudel der Verdammnis. Lecker Apfelstrudel. Nom, nom, nom. Nicht vergessen Apfelstrudel. Äpfel sind lecker. Absolut. So, wem müssen wir denn jetzt? Markus war noch einer. Dem müssen wir doch auch noch was abgeben. Aber erstmal Helena, weil die hat auch neue Quests. Die Helena. Die Entdeckung der Kammer. So, und Jacks Other Eye können wir hier abgeben. Genau. Jetzt habe ich mir so eine teure Waffe gekauft und krieg eine, die noch mehr Schaden macht. Damn it! Damn it! Oh mein Gott! Und wir haben auch gleich eine neue Quest bekommen von ihr. Middle of Nowhere. Überprüfung. Genau. So, jetzt gehen wir mal kurz zu dem Markus. Markus. So, noch eine Combat Rifle. Gott, was ist hier los auf einmal? Endlich passiert was. Tja. Dir darf auch mal was Gutes passieren. Endlich mal. Wenigstens durch Questbelohnungen. So, vermisste Personen. So, was sollen wir denn machen? Der Cousin Sean Stokely ist verschwunden. Genau. Also in Chrom's Canyon haben wir wieder zwei, New Haven, eine und Middle of Nowhere, ja, alles Level 24 und 25. Also alles normal. Genau. So, dann will ich jetzt auch mal meine ganzen Questbelohnungen hier ein bisschen einsortieren. Einsortieren. The Sentinel. Das klingt interessant. Na? Ja, ist auch ganz interessant. Nur ein bisschen blöd, dass es nur 12 Kugeln ins Magazin nehmen kann. Ich glaube, die tausche ich mal gegen die Corrosive aus. Und... Tja... Ich nehme mal die Sentinel. So. So. So wie... Ah, so schaut die aus. Ah, nice. Das Fadenkreuz ist ein bisschen blass. Ja, stimmt. Yeah! Hm. Zwillingsknarren! Partnerlook nennt man sowas. So. Dann kann es ja abgehen. Ich glaube, munitionstechnisch. Ich glaube, diese Steel Machine Gun, die wir bekommen haben, ist sogar noch ein Ticken besser. Die hat, obwohl die hat. Nee, die Steel Machine Gun, die hat zwar mehr. Ein größeres Magazin, was ich gut finde, aber dafür hat sie so eine unglaubliche Ungenauigkeit von nur 67, dann verkaufe ich das Ding doch wieder. Die hab ich auch wenn es dreimal so viel wert ist oder mindestens doppelt so viel wert. Die habe ich auch schon verkauft. Ja. Oh, alles klar. Sollen wir uns dann erstmal um den Sean Stokely kümmern? Der ist ja hier. Ja, würde ich auch sagen. Mir ist sogar gerade eben wieder eingefallen, wo genau er ist. Ah, das ist mir noch nicht eingefallen. Da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ich hab die Karre. Oh, dann wollen wir mal. Ich mag sogar das knarzende Geräusch, wenn sich ein Charakter so in den Sitz einhebt. Hat man so richtig so... Gute Imitation, wa? Total, das war jetzt... Also du könntest das praktisch aufnehmen und als Sound verkaufen. Sehr gut. Habe ich mir schon fast gedacht, dass du so positiv darüber denkst. Oh, wo ist er denn? Oh, da liegt er. Und du hast natürlich gleich mal wieder ein Level abbekommen. Ich muss noch ein ganz kleines bisschen warten. Und jetzt müssen wir... Was müssen wir? Reaver töten? Irgendwas steht da.
Ein Unrecht hebt das andere auf. Schalte Reaver aus und berichte, was du herausgefunden hast. Na super, das ist, passt ja, dass wir das gleich in Chrom's Canyon auch machen müssen. Genau. Wer oder was ist Reaver genau? Ach so, irgendein Typ, der Chrom wahrscheinlich gejoint ist, steht da. Genau. Hält er sich bestimmt in Chrom's Canyon auf, mache ihn ausfindig und lasse ein wenig altmodische Gerechtigkeit walten. Ganz genau. Jetzt ist ja die Frage, wollen wir zu Chrom's Canyon, wo wir 3 Quests haben und die Level 25 sind, oder zuerst nach Rust Commons East, wo wir eine Quest haben, die uns in ein nächstes Questgebiet führt, die aber nur Level 24 ist? Gute Frage. Wir sollen ja das schwarze Brett auch dort überprüfen. Da werden wir sicher auch noch mehr Quests kriegen. Denke ich mal. Ich bin ja eine feige Sau. Machen wir erstmal Level 24 Quests. Ich würde aber auch sagen, wir gehen erstmal dahin, weil dann haben wir schon mal den Reisepunkt da, weil wenn da irgendwo ein Bounty Board ist, nehme ich mal an, dass wir auch gleich dahin reisen können. Ich will's mal hoffen. Gucken wir doch mal, ob es da irgendwie schon einen Reisepunkt in der Nähe vielleicht gibt. Weil Rust Commons East, haben wir das schon als Reisepunkt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier so ein Skill, Cauterize, wenn... Ach so, ich habe gerade eben gelesen, wenn meine Teammitglieder schießen, dann ein bestimmter Teil davon heilt sie. Aber nein, wenn ich dich auf dich ballere, dann heile ich von dem Schaden 6% davon. Stattdessen, dass du Schaden kriegst, kriegst du 6% zur Gesundheit. Ja, genau, den Skill kenne ich auch noch, ja. Ziemlich lustig. Ja, na, ich glaube, das lohnt sich nicht so, oder? Nee, ach. Dann lieber das Geschütz. Ich glaube, ich nehme einfach mal... Killing an enemy increases your fire rate. Achso, nee, ich dachte, das wäre so dauerhafter Effekt. Nein, auch nicht. Nee, das wäre ja zu schön. Dann würde ich sagen, mach ich das hier. Genau, sehr, sehr gut. Hier. 9%, ich könnte entweder 12% Magazingröße oder ein anderer Skill 9% Magazingröße und gleichzeitig 9% geringere Recoil. Du möchtest also erniedrigt werden, gib's zu. Rückstoß. Wie bitte? Was will ich? Ach, nichts. Dammit. What are you doing? Ich hatte gehofft, dass es eine Schnellreisestation ist. Dream on. Ja, wie es aussieht, müssten wir leider nochmal nach New Haven. Bonk. Oder auch nicht. Der Turbo lässt doch den Wagen etwas ungelenk werden. Korrekt. So, was haben wir denn hier als... Wir reisen einfach mal und gucken, ob wir den richtigen Schnellreisepunkt für Rust Commons West geholt haben. Wir müssen in die Rust Commons East. Ja. Aber da waren wir ja bis jetzt noch nicht. Ja. So, ja, dann mach ich mal die Quest auch kurz rein. Ach, guck mal, ich bin genau dorthin gereist, wo direkt hinter uns der Zugang zu Rust Commons East ist. Das war so geplant, oder? Auf jeden Fall. Ich kann auch Reisen initialisieren. Hoffentlich nimmt damit den Wagen mit. Habe ich gerade so schön mitgenommen. Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Nice. Was? Ja, ich bin mit dem Wagen da. Du bist immer schneller. Das ist voll unfair. Da fällt mir gerade ein, dass ich gerade vor kurzem meinen PC übertaktet habe. Jetzt geht da noch ein bisschen mehr ab. Verstehe. Hui. Warte, hier schießt irgendwo ein Laden. Ich sehe hier. Da. Ich möchte schauen, was da drin ist. Hinter uns schießen Leute auf uns. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, mein Laden. Muss schauen. Ah, die haben Level 25er Waffen. Super. Ich gehe mal da hinten ein bisschen rumballern. Schnipper. Die neue Waffe ausprobieren. So, gut. Oh, jetzt hat man 2 erledigt, kommen 3 neue. So, ich komm die mal abholen. Das ist so gut von dir. La 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 la. Wer schießt hier?
Wo bist du? Hier. Ah! Keine Sorge, war alles geplant. Natürlich! Ich traue dir. Nur 40 XP. Das ist wenig. Ja, sehr wenig.